Phobien und Angststörungen betreffen nach Schätzungen jeden siebten Europäer. Besonders verbreitet sind Höhenangst, Flugangst und die Furcht vor Spinnen. Die Folge? Viele Betroffene schränken sich ein, vermeiden bestimmte Situationen. Aus Angst vor der Angst. Aber selbst für Extremphobiker gibt es heute Hilfe. Etwa in den virtuellen Angstwelten von Marc-Erich Latuschik an der Uni Würzburg. Die Idee? Im digitalen Raum soll die Angst ihren Schrecken verlieren. Dazu scannen Latuschik und sein Assistent das Gesicht eines Angstpatienten ein. So erschaffen sie einen Avatar, der im Virtual Reality-Spiegel als Stellvertreter des Patienten agieren kann. Und konfrontieren den Avatar dann mit dem jeweiligen Angstauslöser. Zum Beispiel mit riesigen Spinnen, die einige Vorteile gegenüber ihren biologischen Artgenossen mitbringen. Es ist eine Spinne, ich kann sie nicht kontrollieren. Das heißt, wenn ich so etwas machen möchte wie diese Spinne soll sich jetzt langsam auf den Probanden vorwärts bewegen, dann werde ich keinen Erfolg haben, diese Spinne zu dressieren, das zu tun. Das ist sehr schwierig. Da wir hier in der virtuellen Realität alles aus dem Computer bekommen und es quasi selber programmieren können, haben wir volle Kontrolle darüber. Und die Cybertiere bieten sogar noch weitere Vorzüge. Aufwendige Kosten für die Haltung echter Therapietiere etwa fallen weg. Aber mit der Zeit verliert der virtuelle Schein seine Glaubwürdigkeit. Also was den Realitätsgehalt angeht der Spinne, fand ich, dass es abgenommen hat, je länger dieses Experiment vorangeschritten ist. Weil je länger es gedauert hat, desto genauer habe ich mir die Spinne dann auch angesehen und habe natürlich gesehen, dass dass die Bewegung der Beine immer nach dem gleichen Algorithmus zum Beispiel geschehen ist. Eine Erkenntnis des Teams von Latuschik? Probanden können sehr unterschiedlich auf die digitale Konfrontationstherapie reagieren. Manche halten es mühelos eine Stunde in der virtuellen Realität aus. Andere haben nach 15 Minuten ihre Grenze erreicht. Schwindel- und Konzentrationsprobleme sind dann die Folge. Wichtig zur Vermeidung solcher Probleme? Der Avatar muss die Bewegungen des Patienten möglichst ohne Zeitverzögerung umsetzen können. Was wir auf jeden Fall schon mal gefunden haben, ist, dass die Synchronität zwischen den Bewegungen der realen Figur und der virtuellen Figur einen viel größeren Einfluss hat auf die Akzeptanz dieser Figur als das Aussehen. Gerade bei der Behandlung von Höhenangst ist diese Synchronität entscheidend für den Therapieerfolg. So wie bei Uta Chach. Selbst auf eine Leiter zu steigen, um eine Glühbirne zu wechseln, war für sie vor kurzem noch unmöglich. Dadurch, dass die virtuelle Höhe mühelos von einem bis auf 1000 Meter einstellbar ist, gewöhnt sie sich jetzt schrittweise an ihren Angstauslöser. Und auch wenn die Gefahr dieser Therapie gleich null ist, ihr Gehirn meldet ihr das Gegenteil. Auf jeden Fall hatte ich Höhenangst, über diese Brücke zu laufen, weil dieser Abgrund ja sehr realistisch tief gestaltet war. Trotz akuter Angst und Panik wissen die Patienten zu jeder Zeit, dass sie in Sicherheit sind. Und dieses Wissen ermöglicht es vielen Angstpatienten, sich überhaupt erst auf eine Therapie einzulassen, ist der Psychologe Paul Pauli überzeugt. Was auch nach meiner Meinung ein ganz wichtiger Vorteil ist, der virtuellen Realität, ist die, dass die Hemmschwelle für die Patienten sehr gering ist. Das heißt, wenn ich eine Exposition in echt mache, in vivo, wie wir sagen, dann ist es für die Patienten viel schwerer, sich dafür zu entscheiden. Bei virtueller Realität ist so eine gewisse Technikgläubigkeit auch da. 400 Phobie-Patienten hat Pauli schon in der virtuellen Realität behandelt. Seine Erfolgsquote unterscheidet sich nicht von der anderer Therapieform. Entsprechend große Hoffnung knüpfen Pauli und andere Forscher an Virtual Reality. Aber nicht jede Angststörung ist immer auf einen konkreten Auslöser wie Spinnen oder große Höhen zurückzuführen. Trotz Virtual Reality wird es also auch in Zukunft noch genug Arbeit für klassische Therapeuten geben.